Erster Spieltag der Hessenliga. Der Vorjahreszehnte trifft auf den Regionalliga-Absteiger. Der FV Bad Vilbel empfängt den SC Hessen Dreieich. Ab ins Geschehen. Die Gäste in den roten Trikots von rechts nach links sorgen für einen absolut spektakulären Traumstart. Dennis Talijan, der Innenverteidiger, sieht, dass Sadar Semmemi im Tor der Vilbeler etwas zu weit vor seinem Kasten steht und haut das Ding aus über 50 Metern ins Netz. Was für ein Start in die Hessenliga-Saison für die Gäste. In der Folge präsentieren sich die Gastgeber erstmal geschockt. Doch der Ex-Regionalligist zieht sich auch ein wenig zurück. Wir springen in die 39. Minute. Farid Afo, der 27-jährige Rechtsaußen von Bad Vilbel, markiert den Ausgleich. Starke Vorlage auch von Aydin Maksumic. Wir springen in Halbzeit 2. Wo der Favorit aus Dreieich langsam aber sicher die Spielkontrolle übernimmt und einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Sadar Semmemi kommt zu spät gegen Fabian Pfeiffer. Schiedsrichter Christoph Rübel zeigt zu Recht auf den Punkt. Und das ist eine Sache für Farol Akgüs. Der 32-jährige Mittelstürmer bleibt eiskalt. Oben links verwandelt er zum 2:1 für den SC Hessen Dreieich. Sadar Semmemi im Tor, der Gastgeber ist ohne Chance. Mit der Führung im Rücken treten die Gäste aus Dreieich inzwischen klar dominant auf und haben hier die Chance auf das 3:1. Doch Kapitän Dennis Streker trifft nur das Aluminium. Danach auch mal etwas zu sehen von Bad Vilbel. Farid Afo auf dem Weg zum Ausgleich. Nein, das ist nicht das 2:2. Und nach der verpassten Chance von Afo ist dann wieder Dreieich am Drücker. Schöne Ablage auf Domagoj Filipovic und das ist das 3:1. Der aufgerückte Innenverteidiger macht es. Gerade kam er vom Viktoria Oberauch und jetzt markiert er in seinem ersten Spiel das erste Tor. Starker Abschluss vom Kroaten. 15 Minuten plus Nachspielzeit bleiben den Gastgebern jetzt also noch, um 2 Tore zu egalisieren. Erneut der starke Afo, vorbei an Marcel Tschirbus und dann ist es Alexandre Reilean, der den Anschlusstreffer markiert. 85. Minute, die Gastgeber vom FV Bad Vilbel sind also wieder im Spiel. Und haben kurz vor Schluss tatsächlich nochmal die letzte Gelegenheit des Spiels. Reilean, doch diesmal verzieht er und so bleibt es dann beim 2:3. SC Hessen Dreieich gewinnt den Saisonauftakt beim FV Bad Vilbel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.